Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Neue Details zum Spiel sind bekannt gegeben worden und diesmal dreht sich alles um die Biome, also die verschiedenen Gebiete der Spielwelt. Wir wissen zwar seit der Ankündigung von Forza Horizon 5, dass es verschiedene gibt, jetzt wissen wir allerdings konkret welche und was die Besonderheiten dieser einzelnen Gebiete sind. Im letzten Let's Go Stream haben sie sogar richtiges Gameplay von drei dieser Biome gezeigt. Das ist auch das Gameplay, was ihr schon so ein bisschen im Hintergrund seht. Da sind sie mit einem Ford Rally Fiesta so ein bisschen durch die verschiedenen Biome eben gefahren. Da allerdings auch der Hinweis, dieses Gameplay ist natürlich direkt aus dem Stream entwendet. Dementsprechend ist die Grafik bzw. Videoqualität jetzt nicht unbedingt die beste. Trotzdem wollte ich das euch nicht vorenthalten. Da verweise ich einfach auf den letzten Let's Go Stream. Den verlinke ich natürlich sowie auch alle anderen Quellen wie immer in der Videobeschreibung. Deswegen da einfach mal auschecken. Dann hört ihr auch ein bisschen was zum Fahrzeug, falls dich das interessiert. Das konnte ich jetzt leider nicht mit dazu schneiden, weil sonst wäre auch ja, das Kommentar der Kommentatoren mit dabei gewesen. Dann hätte ich da dagegen ansprechen müssen. Ich glaube, das wäre nicht so effektiv gewesen. Deswegen jetzt erstmal nur das Bild. Aber keine Sorge, das ist nicht das einzige Gameplay, was wir uns heute anschauen werden. Aber ja, fangen wir mal an. Wir sehen auch schon, dass eben dieser Ford Rally Fiesta im Sumpfgebiet unterwegs ist. Das ist eines von eben vielen Biomen, die uns in Horizon 5 erwarten werden. Und den Sumpf zeichnet aus, dass es sehr viele Mangrovenbäume gibt. Das sind miteinander verbundene bzw. verschlungene Bäume, die, also die sich quasi an den Wurzeln so ein bisschen ineinander verwachsen haben. Und das Besondere hierbei ist, dass man tatsächlich, wenn das Fahrzeug mächtig genug ist, tatsächlich diese auch durchbrechen können und da, je nachdem, uns einen kleinen, ja, sagen wir mal, einen kleinen, ja, Schleichweg kämpfen können oder beziehungsweise eine kleine Abkürzung. Ich denke mal, gerade bei so Querfeldeinrennen könnte das sehr, sehr lustig sein. Oder wenn wir zum Beispiel Eliminator spielen, der Modus kehrt ja auch in Horizon 5 zurück. Ansonsten zeichnet natürlich den Sumpf aus, dass es sehr, sehr, sehr viel Wasser gibt. Da kann man auch sagen, das ganze Wasser im Sumpf ist auch komplett befahrbar. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Offroader da durchfahre oder mit einem krassen Hypercar. Das Hypercar bleibt förmlich stecken. So ein Offroader kann da natürlich besser durchfahren, aber man kann durch jedes Wasser fahren, also man wird nirgends zurückgesetzt. Und was halt auch, finde ich, sehr besonders ist am Sumpf, das habe ich zumindest mal aus diesem Let's Go-Stream so direkt rausgehört, ist die Geräuschkulisse. Man hört da richtig so das Laub, die Bäume, wie die so miteinander, ja, so im Wind so ein bisschen prasseln. Man hört ein richtiges Grillenzirpen. Also das finde ich schon eine sehr, sehr coole Sache. Ja, und der Sumpf grenzt tatsächlich an ein Ackerland an, aber dazu können wir dann gleich später nochmal was sagen, weil das nächste Gebiet, was sie gezeigt haben im Let's Go-Stream im Zuge dieses, ja, sagen wir mal, Gameplays, ist der Dschungel. Der grenzt auch direkt ebenfalls an den Sumpf an. Der zeichnet natürlich aus eine sehr, sehr, sehr dichte Vegetation. Was hier besonders halt optisch sehr schön aussieht, ist, wenn die Sonnenstrahlen durch, ja, das Kronendach der Bäume brechen, also so einzelne Strahlen dann immer so durchjagen. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Was da auch sehr schön zu sehen ist im Dschungel, ist, dass es halt dann verschiedene Wasserfälle gibt, viele gewundene Flüsse und auch insgesamt ist der Dschungel sehr humid, also sehr feucht, mit viel Niederschlag, sehr neblig. Und ja, im Dschungel gibt es dann halt unter anderem auch verschiedene versteckte Tempel zu entdecken. Und man hat auch eben schon in diesem Gameplay gesehen, dass einer dieser Tempel definitiv ein Minispielareal sein wird. Da hat man das schon so ein bisschen aufpoppen sehen. Ich habe es mir eigentlich auch schon immer gedacht, das ist doch perfektes Gebiet, um da irgendwie Minispiele auszutragen, so einem, ja, Tempelareal. Und das kann man quasi jetzt schon als bestätigt sehen, weil man das in dem Gameplay eben gesehen hat. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ein weiteres Biom, und ich glaube, das wird sehr, sehr viele freuen, und das ist eigentlich auch so, wenn man so möchte, das zentrale Biom, das zentrale Gebiet der Welt, das ist natürlich der Vulkan. Der liegt tatsächlich sehr zentral auf der Map, also alles wird so ein bisschen drumrum sein, und das Besondere am Vulkan ist, es ist halt natürlich der extremste bzw. höchste Punkt der Map. Man kann da sehr, sehr, sehr weit sehen, also man kann da wirklich die gesamte Welt quasi überblicken. Die Straßen, die dort sind, sind ein bisschen brüchiger und das ist auch generell ein guter Punkt. Die Straßen finde ich sehr, sehr geil umgesetzt in den verschiedenen Biomen. Also man hat halt nicht so das Gefühl, dass es jetzt eine Textur für alle Straßen, sondern es ist wirklich so sehr gut und real texturiert. Und generell haben auch die Entwickler nochmal bestätigt, dass nicht nur die Straßen oder die Wege, sondern gesamt alle Gebiete halt mit sehr, sehr, sehr viel Referenzmaterial umgesetzt wurde. Also da wurde viel, viel abfotografiert und versucht, viele Texturen auch wirklich aus der Realität damit reinzubringen. Und ich finde, das sieht man auch gerade im Vergleich zu Horizon 4. Ja, die Autos sehen dort schon fantastisch aus, aber
naja, hier und da sieht man halt trotzdem an der Spielwelt, dass es halt, naja, irgendwo so selbst generierte Texturen sind. Und hier wirkt es alles schon irgendwie ein bisschen echter. Ja, was man auch noch zum Vulkan natürlich sagen kann, ich glaube, das hat auch jeder schon entdeckt, ist natürlich diese, ich nenne es jetzt mal große Driftstraße, so ähnlich wie wir das schon bei der Serpentinenstraße von Fortune Island, also der Erweiterung von Horizon 4, kennen. Hier wirkt das alles aber noch mal extremer, noch mal größer. Also wir werden hier sehr viele Haarnadeln haben, wo wir halt driften können. Wir werden hier PR-Stunts haben, also Driftzonen, Gefahrensprünge etc. Also das ist ein reines Paradies auf jeden Fall, um sich da richtig auszutoben. Und auch eine Besonderheit natürlich bei dem Vulkan ist, dass es weiter oben Schnee gibt. Ja, es ist auch tatsächlich das einzige Gebiet in der gesamten Welt, wo wir Schnee haben werden. Und das Coole ist auch, wenn das jetzt zum Beispiel unten am Fuße des Vulkans regnet und man quasi dann hochfährt auf den Vulkan, dann wird der Regen tatsächlich auch zu Schnee. Also sie haben wirklich diesen Wechsel mit drin. Ja, und das finde ich, glaube ich, auch sehr cool, wenn dieses Erlebnis, wenn man dann wirklich ja, merkt, okay, der Regen hört auf und es wird zu Schneeflöckchen. Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja, und bevor wir weitermachen mit den nächsten Biomen, das ist übrigens jetzt auch die drei Biome gewesen, was sie dann eben im letzten Let's Go Stream als Gameplay gezeigt haben. Ich lasse das auch nochmal ein bisschen eingeblendet. Möchte ich nochmal eine Zusatzinformation einhaken. Ist ja schon bekannt, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt in den vergangenen Infovideos. Im Übrigen, alle Infovideos sind in einer Playlist zusammengefasst. Also falls du da ein Infovideo verpasst haben solltest, check mal die Playlist aus, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ja, jetzt zur Zusatzinformation. Es ist ja schon bekannt, dass es natürlich wieder verschiedene Jahreszeiten gibt in Horizon 5, also auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist allerdings nicht so, wie wir es jetzt hier aus Deutschland oder überhaupt hier in Europa kennen, sondern das ist ein bisschen anders in Mexiko. So ist es zum Beispiel so, dass der Winter die Trockenzeit in Mexiko ist. Und das ist nämlich zum Beispiel auch beim Vulkan dann die Zeit, wo deutlich mehr Schnee liegt. Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, Trockenzeit, gleich mehr Schnee, aber das ist halt tatsächlich so. Der Frühling wiederum ist die Regenzeit. Da regnet sehr viel, es ist sehr feucht. Und der Sommer ist die Sturmsaison. Da gibt es sehr, sehr viele heftige Stürme, wirklich Tropenstürme, Sandstürme und so. Das gibt es dann sehr, sehr stark im Sommer. Und deswegen kann man halt einfach so sagen, ja, der Winter, Trockenzeit, Frühling, Regenzeit, Sommer, Sturmsaison, Herbst, habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie man das dann nennt, aber das kriegen wir bestimmt auch noch bald raus. Und das ja wirklich Besondere halt an diesen Jahreszeiten in Horizon 5 ist, dass sich jede dieser Jahreszeiten halt eben unterschiedlich auf diese einzelnen Biome auswirkt. Wie eben schon im Beispiel genannt, dass halt eben in der Trockenzeit auf dem Vulkan dann halt mehr Schnee liegt, wie zum Beispiel in der Sturmsaison. Oder aber eben in der Küste oder an der Küste gibt es halt eben in der Sturmsaison heftige Tropenstürme, welches eben in der Trockenzeit, also im Winter, eben nicht gibt. Und ja, und damit können wir eigentlich auch direkt weitermachen mit den nächsten Biomen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, an der Küste. Es gibt nämlich zwei Küsten tatsächlich in Horizon 5. Wir fangen aber mal an mit der tropischen Küste. Ja, da oder die. Dieses Gebiet bezeichnet halt klares, ruhiges Wasser. Wir haben Möwen, weiße Sandstrände, Palmen. Also ein wahres Urlaubsparadies. Und aber eben wie schon gesagt, wenn dann aber die Sturmsaison kommt, dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz ein Urlaubsparadies. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Sie bewerben das sogar, dass man auf fliegende Palmen achten soll. Also scheinbar, wenn der da Sturm kommt, reißt der sogar Palmen aus und die fliegen durch die Gegend. Das ist natürlich eine ja, gefährliche Sache. Mal gucken, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Aber wir haben ja schon gesehen, dass Stürme heftig aussehen. Ja, machen wir aber weiter. Und zwar neben der tropischen Küste gibt es auf der anderen Seite der Welt die Felsküste. Die Felsküste befindet sich dann im Westen der Map, während sich eben die tropische Küste auf der östlichen Seite der Map befindet. Und die Felsküste, man kann es schon denken, ist natürlich halt deutlich felsartiger, steiniger. Es gibt kaum Vegetation. Dadurch hat man aber auch eine sehr weite Sicht aufs Meer. Und da es sich im Westen befindet, hat man auch vor allem eine sehr, sehr schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang, wenn man den mal sehen möchte. Des Weiteren gibt es bei der Felsküste auch sehr viele Luxusresorts, Hotels, Anlagen. Golfplatz soll da auch mit dabei sein. Und ja, dazu werde ich später auch nochmal ganz kurz was sagen und auch vielleicht ein bisschen was zeigen. Was ich jetzt auch schon mal zeigen kann, ist ja der Canyon. Da gibt es auch nochmal so ein Zusatzvideo, was so ein bisschen das Gebiet zeigt. Und man hat eigentlich auch den Canyon schon im Ankündigungstrailer zu Forza Horizon 5 des Öfteren gesehen. Und das hat zumindest mal bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich finde, dieses Gebiet sieht optisch sehr, sehr schön aus, weil es einfach gefüllt ist mit vielen Felsformationen.
eben die sich zum Teil turmartig auch hervortun. Das sind sogenannte Hoodoos. Ja, da haben wir auch mal wieder was gelernt, Bildungsauftrag und so weiter. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und das Besondere am Canyon ist, ich habe es ja vorher schon beim Sumpf mit den Geräuschen gesagt, jedes Gebiet hat so ein bisschen seine Geräusche. Und eben beim Canyon ist halt das Besondere, dass wir sehr viel Hall und sehr viel Echo haben werden. Also wenn man da mit so einem richtig lauten Fahrzeug durchdonnert, dann schallt es da richtig durch. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig Bock drauf. Ja, ein weiteres Gebiet, ich habe es vorher auch schon gesagt, was so ein bisschen ja an das Sumpfgebiet angrenzt, ist das Ackerland bzw. das Farmland. Hier ist die Besonderheit, dass es halt ja eine sanfte, hügelige Landschaft ist. Anders als in den vergangenen Horizon-Teilen, da hatten wir ja auch immer wieder, ich sage jetzt mal, Farmland oder Ackerland. Dort war es ja meistens aber immer sehr, sehr flach gehalten. Hier haben wir das dann schon ein bisschen eben so, wie gesagt, ein bisschen hügelig. Es gibt vor allem halt hier jetzt in Mexiko sehr, sehr viel Vegetation. Es gibt halt, ja, fruchttragende Bäume. Und das eine weitere Besonderheit in diesem Gebiet ist, dass es halt wirklich sehr breite und flache Flüsse gibt. Und vor allem halt natürlich, was gehört natürlich zum Farmland dazu? Natürlich Gehöfte, die sich sehr malerisch in diese Landschaft mit einbringen sollen. Und wo Gehöfte sind, gibt es natürlich auch Zäune. Und was machen wir mit Zäunen? Genau, wir durchbrechen sie. Ja, wir wollen da ein bisschen Zerstörung da natürlich auch mit reinbringen. Also muss man nicht, aber kann man natürlich, gerade wenn man ein bisschen Querfeld einfährt. Ja, und neben einem fruchttragenden Farmland gibt es auch noch die sogenannten trockenen Hügel. Und ja, wie der Name schon sagt, ist es halt ein trockenes Gebiet, also trockenes Gras, sehr leichten Hügeln und Ebenen. Das vor allem die Besonderheit, da kommen wir auch wieder auf die Jahreszeiten zu sprechen, wenn die Trockenzeit einsetzt, also der Winter einsetzt, dann wird ein See, der da sehr zentral liegen soll in diesem trockenen Hügelgebiet, tatsächlich ausgetrocknet. Und dadurch, dass er ausgetrocknet wird, werden ja quasi geheime Gebiete eröffnet, die man dann erkunden kann. Ist im Prinzip so ähnlich wie in Horizon 4 mit dem See, der dann im Winter allerdings zufriert und nicht austrocknet, wo man dann auf die Insel kommt durch den gefrorenen See. Hier ist es sogar so, dass halt das Wasser verschwindet und dadurch kann man dann durchfahren und dann eben neue Gebiete erkunden. Generell soll aber auch die trockene Hügellandschaft ein sehr, sehr offenes Gebiet sein und natürlich gerade auch für Offroader eine sehr schöne Erfahrung sein. Ja, und was natürlich nach trockenen Hügeln kommt, ist natürlich dann eine Wüste. Und zwar, da gibt es auch tatsächlich zwei verschiedene Wüsten. Die erste Wüste, die ich dir vorstellen möchte, ist die lebendige Wüste. Man könnte sie allerdings auch als Kaktuswüste beschreiben, weil es halt sehr viele Kakteen gibt. Auch zum ersten Mal in der Horizon-Serie, dass es wirklich eine Kakteenwüste gibt. Denn wir hatten zwar das Outback in Horizon 3, aber da waren ja eigentlich keine Kakteen. Ja? Also das war ja nur Wüste. Generell die lebendige Wüste beschreibt halt auch sehr viel Flora und Fauna, also sehr viel Wildleben. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass es die lebendige Wüste direkt an den Vulkan angrenzt. Weil klar, der Vulkan liegt zentral, habe ich ja schon gesagt, deswegen grenzt da wahrscheinlich so oder so viel an. Was halt auch noch sehr besonders ist bei der lebendigen Wüste, ist, dass es halt auch sehr viel Felsformationen und Steinhaufen gibt. Ja, und was gibt es dann natürlich für eine andere Wüste noch, wenn es keine lebendige gibt? Natürlich quasi die tote Wüste, beziehungsweise die Sandwüste. Ja, da kann man sich natürlich auch schon denken, sehr viel Dünen, hohe Dünen, also perfekt, um mit dem Buggy da durchzupreschen. Hey, da habe ich schon richtig Lust drauf mit dem Buggy. Aber genau das ist der gute Punkt. Wenn man keinen Bock hat auf Sand und Querfeld einfahren, bietet die Sandwüste auch was ganz, ganz Tolles. Denn die Sandwüste hat tatsächlich sehr viele, sehr lange, gerade Straßen. Also asphaltierte Straßen. Das heißt, da kann man perfekt Topspeed-Tests machen. Da kann man wirklich mit seinem Hypercar, Megacar, was auch immer, wirklich da richtig das Gaspedal durchdrücken. Also auch das ist hier mit dabei. Und ja, last but not least, das letzte Biom, wenn man das überhaupt Biom nennen kann, ist natürlich die große Stadt von Forza Horizon 5, und zwar Guanajuato. Da haben wir das natürlich auch schon öfters gesehen. Ist natürlich eine bunte Stadt mit vielen Häusergassen. Und das Besondere halt natürlich an Guanajuato ist halt, dass sie ja in, um und auf Hügeln erbaut wurde. Und die Besonderheit ist hier auch, dass es quasi eine zweite Stadt unter der Stadt gibt. Das ist natürlich sehr durchgespickt mit einem Tunnelsystem. Das habe ich ja auch schon mal in einem der vergangenen, ich glaube im vorletzten Infovideo gesagt. Da hat man auch schon mal einen ganz guten Blick drauf bekommen beim Gymkhana 10 Video von Ken Block, als er mit dem Ford Focus RS RX dadurch ist. Ich verlinke euch dieses Video nochmals
in der Videobeschreibung unter den Quellen. Könnt ihr euch nochmal angucken. Ich finde, das gibt einfach kurz und knapp einen sehr, sehr schönen Eindruck, was ja diese Stadt besonders macht, gerade wenn man es mit dem Auto ja durchdriften will, nennen wir es mal so. Ja. Also, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben einen Sumpf, einen Dschungel, einen Vulkan, wir haben eine tropische und eine Felsküste, wir haben einen Canyon, wir haben Farmland, trockene Hügel, eine lebendige sowie eine Sandwüste und eben die Stadt Guanajuato. Das sind dann in der Summe 11 Gebiete bzw. Biome in Forza Horizon 5 und die sollen halt alle so ein bisschen flüssig ineinander übergehen. Also es ist nicht so zack, harte Grenze und dann kommt das nächste Gebiet, sondern es geht schon so ein bisschen ineinander über. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, das zu erkunden, gerade dann auch in den verschiedenen Jahreszeiten. Gerade auch, wenn dann das Wetter, was wir ja im letzten Infovideo beleuchtet haben, dann auch sehr krass umschlägt und so weiter. Also ich glaube, das könnte schon eine sehr, sehr schöne Sache werden. Ja, das zu den Biomen, aber ich habe natürlich noch ein bisschen mehr. Und zwar wurde auch ein Rennen gezeigt, also das erste Renn-Gameplay. Und zwar wurde das Emerald Circuit Race gezeigt und die Besonderheit hierbei ist halt, dass sich das tatsächlich genau zwischen zwei Biomen befindet und zwar zwischen dieser lebendigen Wüste und eben der Felsküste und da wurde auch unter anderem gesagt, das Besondere bei diesem Rennen ist, das gehört zu ja, Horizon Apex und Horizon Apex ist ein Festival Außenposten, denn die Festival Außenposten neben dem Hauptfestival in Horizon 5 haben sich verschiedenen, ja, ich sage jetzt mal, Renntypen verschrieben, beziehungsweise sich darauf spezialisiert. Und eben das Horizon Apex, also der Außenposten, spezialisiert sich auf Straßenrennen, Rennen, die auf dem Asphalt stattfinden. Und da gehört eben dieses Rennen auch mit dazu. Und was ich halt auch an der Stelle mal sagen möchte, ist, klar, ich habe es noch nicht selber getestet und du natürlich auch nicht, aber viele von euch haben natürlich aus den Trailern und den ursprünglich gezeigten Gameplays die Sorge gehabt, ist Horizon 5 vielleicht jetzt deutlich driftiger geworden? Das sieht alles so nach einem Drift-Handling à la Need for Speed aus. Und da habe ich ja immer gesagt, ah, Leute, da würde ich nicht so viel drauf geben. Das ist auch so ein bisschen gestelltes Gameplay, so ein bisschen extra drifty und specially gemacht. Wenn sie dann das für sinnig erachten, würden sie noch Explosionen einführen, so jetzt überspitzt gesagt. Ne? Also verkauft sich halt immer besser, wenn ein Auto halt quer um die Ecke fährt, als wenn es einfach super präzise da durchfährt. Und ich finde, an diesem Gameplay mit eben dem GT3 RS erkennt man, finde ich schon sehr gut, dass es eben nicht so ein Drift-Handling ist. Also das sieht schon sehr so aus, wie wir das aus Horizon 4 und 3 eben kennen. Ich meine, gerade ein GT3 RS, welcher ja eigentlich auch ein perfektes ja, Streckenfahrzeug oder Streckenspaßfahrzeug ist oder Tracktoy, wie man es so gerne nennt. Ein Fahrzeug, was sich sehr wohl fühlt, wenn man Rennen damit fährt und auch sehr viel Grip hat. Und ja, das sieht nicht drifty aus. Ich meine, der jetzt das gespielt hat, das war ja wirklich live gespieltes Gameplay, fährt hier, wie man auch schön sieht, ohne Traktionskontrolle und ohne Stabilitätskontrolle. Und er hat keine Mühen, das Fahrzeug da wirklich stabil auf der Strecke zu halten. Also das sieht für mich definitiv nicht nach einem Drift-Handling oder so aus. Ich glaube, da können wir wirklich die Entwarnung jetzt dann auch geben, was ich auch schon eben, wie gesagt, vermutet habe. Klar, wissen tut man es nie und die Sorge ist natürlich dann durchaus auch irgendwo berechtigt, weil ich glaube, es will niemand, dass es so ausartet. Ich denke, man kann gut driften in den Horizon-Teilen, wenn man es möchte, aber es sollte es nicht von selbst tun, sondern ne, man will ja auch noch irgendwo selber entscheiden, möchte ich jetzt Grip haben oder möchte ich jetzt driften. Ja, ansonsten kann man noch sagen, wenn man natürlich diese viele Biome hört, die wir gerade angesprochen haben, könnte man vielleicht die Sorge haben, dass jetzt alles zu sehr querfeldein ist, alles Offroad und irgendwie die Straßen komplett außer Acht gelassen wurden. Der Eindruck ist durchaus berechtigt, wurde allerdings tatsächlich jetzt von den Entwicklern auch nochmal verneint. Also nein, es wird mehr als genug asphaltierte Straßen geben. Sie würden auch sagen, dass das Verhältnis zwischen Straße und Offroad-Wegen bzw. querfeldein dasselbe Verhältnis ist, wie wir es auch schon in Horizon 4 und Horizon 3 hatten. Und naja, gerade in Horizon 4 kann man jetzt nicht sagen, dass wir zu viel querfeldein hatten. Von dem her ist das Verhältnis dasselbe. Nur, was man halt natürlich sagen kann, dadurch, dass ja die Map eben 50% größer, also 150% so groß ist wie aus Horizon 4, ist es ja mehr von beidem. Also wir werden mehr Asphalt haben, wir werden aber auch mehr Querfeldein bzw. Schotter haben. Und apropos Map, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Stichpunkt, um das ganze Video abzuschließen. Es wurde bereits angekündigt, dass wir in 2 Wochen im nächsten Let's Go Stream, also im Episode 5 Let's Go Stream, werden wir die gesamte Map, also die Karte, zu sehen bekommen.
Und da freue ich mich richtig drauf und das ist, glaube ich, auch ein guter Anlass, dann wieder ein Infovideo dazu rauszuhauen. Und ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ja, ich hoffe, ich konnte dir einiges wieder mitgeben. Falls es dir gefallen hat, lass so sehr gerne ein Däumchen nach oben da und wenn du natürlich nichts weiteres verpassen möchtest, dann abonniere doch auch sehr, sehr gerne den Kanal, falls du das noch nicht getan hast, denn Horizon 5 wird hier natürlich ein riesen Bestandteil des Die Pixelhelden-Kanals sein mit mir, dem Ray. Und ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Ich wünsche dir einen wunderbaren Resttag. Bis dann. Ciao!